wir färben heute nochmal Ostereier. Ich habe schon welche gekocht. Und kleiner Trick beim Kochen, es ist kein einziges Ei geplatzt. Ich habe nicht eins angestochen. Das geht so, ihr legt einfach die Eier ins kalte Wasser und lasst es dann aufkochen mit einer Prise Salz. Und so platzt bei mir kein einziges Ei. Wir brauchen heute Crepepapier und ich habe mir welches bestellt. Verlinke ich euch nochmal unterm Video, aber ansonsten im Baumarkt müsste es das auch geben. Da drüben habe ich die Rollen und die zerrupft ihr jetzt bitte. Jeder eine Farbe nehmen und das könnt ihr dann entweder zerschneiden. Ich habe hier so ein paar zerschnitten in ganz unregelmäßige Stücken, auch mal Dreiecke, Vierecke. Am besten aber auf dem Haufen nach Farbe sortiert. Kleine Stücke abreißen und auf einen Haufen, Tamino, bitte. Na, Timmy? Das klappt. Das Zerreißen könnt ihr auch ohne Handschuhe machen. Okay. Wichtig sind aber Gummihandschuhe auf jeden Fall. Diese Einmalhandschuhe habe ich heute wieder nachgekauft. Gibt es bei Kaufland 100 Paar für 4,99 €. Die sind nachher hilfreich, weil das einfach wirklich sehr abfärbt an die Hände. Und das wollen wir nicht. Also, zerrupfen könnt ihr, ne? Und alles auf einen Haufen. Und dann geht's los. Und das Schöne ist, wir brauchen nur die Eier. So, eine kleine Schüssel mit kaltem Wasser brauchen wir noch. Hier ist wirklich nur wenig drin. Da müssen wir einfach das Crepepapier anfeuchten und dann um die Eier legen und die dann trocknen lassen. Und zum Schluss das Papier abziehen und dann ist es der ganze Zauber. Wollt ihr anfangen? Ja. Deine Handschuhe wieder an. Darf ich eins nehmen? Darfst du eins nehmen? So. Jetzt kannst du Crepepapier ein bisschen drum wickeln und wenn das Ei noch unten nass ist, kannst du es ruhig drum legen. Und ansonsten, wenn es nicht nass genug ist, musst du es anfeuchten. Musst da ein bisschen Wasser nehmen, das ist zu wenig, was dran ist, okay. Siehst du ja. Oh, da kommt schon Farbe raus. So. Genau, nimm Gelb, super. Es muss schön feucht sein. Ja, so andrücken und wenn du das hast, stellst du es hier ab. Das muss jetzt dann trocknen. Der Timmy macht super, schau mal. Wie wusstest du, dass das dann sich verfärbt? Na klar, muss ich ja verfärben. Schau mal da hinten mein Rosanes an. Es hatte nur ein Stück Rosa dran. Genau. Machst du das noch drum? Es muss schön alles feucht sein. Nicht tropfend nass, aber feucht. Zeig mal deins. Ja, das reicht schon, Tamino. Dann kannst du es ablegen. Cool. Gut, Timmy. Und wenn wir 6 Eier haben? Genau, bis alles voll ist. Schön andrücken und ganz vorsichtig, dass das Ei nicht kaputt geht. Jeder darf 6 Eier machen. Ja, fertig. Gut, ist alles nass? Hier. Da ist noch was frei. Das kannst du auch noch machen, Mäuschen. Genau, nimm Orange. Wo ist Orange? Genau, und dann im Eierkarton abstellen da hinten. Und da lass das dann trocknen. Und wenn es trocken ist, einfach nur das Papier dann abziehen und dann kommt das da raus. Ja. Ist doch nass. Mhm. Dann mal dunkelgrün. Mhm. Das sieht gut aus. Sieht aus wie ein Sonnenuntergang. Guck mal, Mann. Ja, schön. Na, klatschst du noch was drauf? Da machst du noch irgendwas drauf? Rot oder pink oder orange? Genau, was du magst, kannst du da drauf machen. Ist ja super. Genau, einmal durchziehen durchs Wasser. Der Tamino macht's richtig. Jetzt hat er's raus, ne? Und schön andrücken. Ganz vorsichtig mit der Eierschale. Nicht zu doll drücken, nur andrücken. Guck mal, wie das abfärbt. Toll, ne? Geht besser als mit Eierfarben, finde ich. Super, Timmy. Das saugt das Wasser schnell auf und dann gibt es gleich Farbe ab. Ist toll, ne? Und hier brauche ich noch ein bisschen. Ja, ja, dann hier ist noch so ein kleines. Dann nimm noch was. Hier ist noch so ein genau, kleines. Schön nass machen und drauf tutschen. Tutschen, tutschen. Genau. Und wenn alles zu ist, wenn alle Stellen voll sind, dann stellst du es in deinen Behälter rein. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, das kannst du schon abstellen. Ja. Mhm, das, ja. Stell's rein. Das ist schön. Gut, schön, Tamino. Super. Du hast schon fast alles. Na, der ist aber schneller als du, der Tamino. Aber macht nichts, lass dir Zeit. Gut, Timmy, super. Einfach drüber, genau. Dann kriegt man eine Mischung zwischen Orange und Pink. Noch Rot. Und jetzt noch was anderes. Genau, noch schön Rot. Mhm. Habt ihr kein Blau mehr? Soll ich euch noch was reißen? Ja, ein kleines Stück brauche ich noch. Dann wäre mein Ei fertig. Jetzt müssen wir warten, bis es getrocknet ist und dann musst du das Papier abhobeln. Aber es geht ganz einfach.
Und dann bin ich gespannt, was rauskommt. Ich kann jetzt wieder runter. Ja, kannst wieder runter. Vielen Dank fürs Helfen. Schön, hat Spaß please, gemacht. Please. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Please, please. Timmy, schön nass machen, das ist zu trocken noch. Nass. Nass, ja. Nass. Jetzt hat es sich schön gemacht. Jetzt müssen wir noch hier machen. Ja, was willst du denn haben noch? Grün? Mein Lila. Grün fehlt noch. Ja, grün. Grün ist doch super. Grün. Genau, schön dran drücken ein bisschen so. Ganz genau. Jetzt noch hier. Super. Dann nehme ich noch ein kleines Stückchen. Naja, nimm noch, was du brauchst, mein Schatz. Mann. Nimm noch, was du brauchst. Ne? Sieht doch schon toll aus. Das ist neu. Naja, macht doch nichts. Kannst doch rausnehmen. Es macht überhaupt nichts. Es gibt dann höchstens schön Farbe ab. Yippie, fertig. Gut, dann reinstellen. Schön andrücken da oben, das Grüne. Ja. Es muss schön angedrückt. Ich mache das dann schon nochmal. So, haben wir noch was? Bitte schön. Dankeschön. Festhalten und auf geht's. Hast noch genug Schnipsel da? Das nehme ich mal. Na, nimm das große, genau, zieh es schön durch. Super. Und drauflegen. Oh. Perfekt. Guck mal. Das geht fast bis das ganze Ei rum. Ja, und jetzt nimmst du noch ein blaues oder was Rotes dazu. Ich brauche noch ein bisschen Wasser. Hm, genau. Toll, du das machst. Ache state of mine, eyes blind and it is getting dangerous. I don't wanna fight the feeling inside, 'cause your words are so contagious. I don't wanna be distracted, no, I'm having a reaction, oh, I give it to you, give in to your state of mind. You don't wanna be distracted, no, you're having a reaction, oh, I can feel that you, I can feel you're burning up, 'cause tonight we lose it all, we let go, it's something in the way you move that makes me do things I've never done, yeah, tonight we lose it all, I'm broken, and even if the sky would fall, flames are getting closer. Sky and adding to our chemistry, heart beats up.